Wir haben wieder nicht 100 Leute gefragt, sondern Google. Wir haben angefangen, eine Frage einzustellen und die Autovervollständigung hat sie ergänzt. Ich weiß noch nicht, was dabei rumgekommen ist. Lassen wir uns mal überraschen. Bleibt dran. Haben Priester Schweigepflicht? Wenn es um die Beichte geht, haben Priester natürlich ganz strenge Schweigepflicht. Aber auch in normalen seelsorglichen Gesprächen haben Priester selbstverständlich Schweigepflicht über das, was Menschen ihnen erzählen. Nicht nur in der Beichte, sondern eigentlich in jedem Gespräch, wo es um persönliche Dinge geht. Warum haben Priester einen weißen Kragen? Meines Wissens kommt dieser weiße Kragen von der damaligen Gelehrtenkleidung. Das sieht man heute noch bei den evangelischen Pastorinnen und Pastoren. Die haben so ein Bäffchen. Das sind so weiße Schleifen, die damals Bartschoner waren. Und das haben früher die katholischen Geistlichen auch getragen. Das war deren Alltags- bzw. Gelehrtenkleidung. Und man hat das immer wieder verkürzt und zum Schluss blieb nur noch der weiße Kragen. Warum haben Priester eine Glatze? Ich kenne tatsächlich Priester, die keine Glatze haben. Aber ich gehöre nicht dazu. Ich habe tatsächlich auch eine. Ob die meisten Priester Glatze haben, weiß ich nicht. Viele haben sie. Ich glaube, das hat mit dem Priestersein erstmal nichts zu tun. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dazu gerne einen Kommentar hier, auch ein Like für den Mike. Drückt die Glocke, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts. Und wenn ihr mal einen Priester richtig toll singen hören wollt, dann klickt hier, dann hört ihr was Großartiges. Bis bald.